Es sind zwei Dinge, die diese Partie heute in Köln so spannend machen. Und das ist nicht das frühlingshafte Wetter. Zum einen ist es ein Ortsderby und beide Teams kennen sich deswegen logischerweise sehr gut. Zum anderen kann der FC Köln heute dem Nachbarn aus Konz ein Bein im Aufstiegskampf der Kreisliga B stellen. Wir wünschen jetzt viel Spaß beim Duell des FC Köln gegen den SV Konz 2. Im Hinspiel fegte der SV Konz 2 den FCK mit 4:1 aus dem Stadion. Jetzt will Kölns Trainer Stefan Reifenberg die Revanche und zugleich die wohl letzte Chance auf den Aufstieg wahren. Angsthasenfußball wie im Hinspiel wollte der Coach nicht mehr sehen. Lange mussten die Zuschauer im Dauerregen auf die erste Chance warten. Erst nach 17 Minuten wurde es gefährlich. Konz hatte mehr Spielanteile und folgerichtig die erste Gelegenheit. Im Strafraum landet der Ball bei Alexander Becker, aber Patrick Pütz hält. Nach 30 Minuten hatte plötzlich Köhnen die erste Chance. Schöner Angriff über links, die Flanke ist noch besser, Andreas Schirmer hechtet hinein und Simon Grünhäuser mit der Glanztat. In der 56. Spielminute wurde es glitschig. Wieder setzt sich Harrestal über links durch, pitcht den Ball in die Mitte, Keeper Pütz bekommt feuchte Hände und die Situation scheint erstmal geklärt. Von wegen, Konz bleibt im Ballbesitz. Plötzlich ist Stefan Vitor frei und steht 1:0 für Konz. Nach 70 Spielminuten wirkte Köhnens Abwehr alles andere als sicher und es ergaben sich weitere Chancen für den SV Konz. Alui ist völlig frei und muss das 2:0 machen, aber dieses Mal ist Pütz nicht zu überwinden. Sieben Minuten vor dem Ende muss Konz erneut alles klar machen. Schönes Zusammenspiel zwischen Christian Schneider und Kemila Sesic. Hasesic mit dem Kopf, aber die Latte rettet für Köhnen. Es bleibt bei der knappen Führung für die Gäste. Nach etlichen guten Chancen reichte es Mike Harrestal. Kurz vor Schluss nimmt er Maß und es steht 2:0 für den SV Konz. In dieser Phase auch völlig verdient. Danach passierte nichts mehr. Der SV Konz 2 gewinnt 2:0 im Derby gegen den FC Köhnen und bleibt weiter an der Tabellenspitze. 2:0 Erfolg für den SV Konz 2 im Derby gegen den FC Köhnen. Neben mir stehen jetzt die beiden Coaches. Links neben mir Stefan Reifenberg vom FC Köhnen und rechts neben mir Oliver Henrichs vom SV Konz 2. Fangen wir mit dem Verlierer an. Herr Reifenberg, Sie wollten den Angsthasenfußball vermeiden heute. Wie gut hat das denn heute geklappt? Boah, ich denke, gegenüber dem Hinspiel hat das schon ein bisschen besser funktioniert, aber Angsthasenfußball, ja, da hatte ich ja im Vorfeld gesagt, das war in Konz natürlich ein ganz, ganz anderes Spiel unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen und ich denke, da waren mal noch beide punktgleich. Ich glaube, die Konzer wären auch, wenn ich den Oliver kenne, wären sie mit Sicherheit mit einem Punkt nicht ganz unzufrieden gewesen. Wir mussten das Spiel im Prinzip gewinnen, um nochmal für Furore zu sorgen, um es nochmal spannend zu machen. Ja. Ist uns nicht gelungen, weil die Konzer halt wirklich dann heute im gesamten Spiel oder sagen wir im Gesamtbereich dann einen Tick besser waren wie wir. Sie haben das Spiel einfach besser angenommen, sie sind besser in die Zweikämpfe gewonnen und vor allen Dingen, ich habe das ja im Vorfeld schon gesagt, weil die Konzer uns weit voraus haben, ist dieses gesamte, da ist jetzt nicht negativ gemeint, dieses Polarisieren, dieses immer sich hochpushen, dieses bei jedem Kleinigkeit, Schiri oder sonst irgendwie, wie gesagt, es ist nicht negativ gemeint, aber wir sind da einfach zu grün noch, zu harmlos und dementsprechend waren wir da so ein bisschen eingefroren, sage ich einfach mal. Und ja, kam man halt nach 20 Minuten, kam man ein bisschen besser ins Spiel, wo die Konzer bis dahin klar die bessere Mannschaft waren. Aber ich glaube, die erste hundertprozentige Torschance, die erste richtige, die hatte mir mit dem ersten Konter. Da hat der Simon Grünhäuser natürlich sensationell rausgeholt und ja, dementsprechend, wie gesagt, gehen wir als verdienter Verlierer trotzdem heute vom Platz hier. Okay, frage ich mal den Gegner. Was hat den Köln heute schwerer gemacht als im Hinspiel für euch? Schwerer gemacht?
Also im Hinspiel habt ihr 4-1 gewonnen, sah ja relativ einfach aus damals. Ja, am Ende, wenn man ein Ergebnis hört, ist es immer relativ einfach. Also ich sag mal heute so die ersten 20, 25 Minuten, hat Lever schon gesagt, waren wir auf jeden Fall überlegen gewesen. Dann, wie er schon sagt, bis zur ersten Torschance, habe ich auch in der Halbzeit zu meinen Jungs gesagt, da sind wir so ein bisschen schläfrig geworden, was leider typisch ist für so ein Derby. Ja, da wird natürlich von außen dann noch ein bisschen Stimmung reingebracht. Nach der Halbzeit haben wir uns aber wieder gefangen gehabt, haben leider Gottes nachher die Konter nicht früher ordentlich ausgespielt. Da waren ja wirklich viele Aktionen, wenn wir da bessere Laufwege haben, dann steht es natürlich früher 2-3-0. Könnte natürlich auch bei 2-3 Aktionen beim Simon bedanken. Die hat er wirklich sensationell gehalten, auch beim Rauslaufen. Das muss man auch immer so sagen. Sieht immer so harmlos aus, wenn ein Torwart einen einfachen Ball aufnimmt. Aber natürlich ganz wichtig. Also ich bin natürlich heute extrem stolz auf die Truppe. Man hört schon die Fans, die feiern schon. Jetzt gibt es einen Zweikampf an der Spitze mit dem FSV Tarforst. Warum steigt denn der SV Konz 2 am Ende auf? Das werden wir sehen, da werde ich mich nicht zu äußern. Wie gesagt, also die Fragen höre ich ja jetzt schon seit dem dritten Spieltag. Jetzt ist es Tarforst, damals war es Köln. Gut, Köln wird natürlich jetzt ein bisschen schwer haben, natürlich oben nochmal ranzukommen bei 7 Spielen, klar. Aber wie gesagt, wir haben 8 Punktverluste gegen die letzten 4 in der Klasse gehabt. Und deswegen werde ich dazu gar nichts sagen. Also die Jungs wissen genau Bescheid, haben auch heute alles gut umgesetzt, wussten genau, was auf dem Spiel steht natürlich. Und wir werden jetzt die nächsten Wochen weiter arbeiten. Jetzt ist eine Woche halt Pause, aber jedes Spiel ist für uns schwierig. Also das ist jetzt keine Floskel, die ich dann immer erzähle. Das ist schon mein Ernst. Okay, dann letzte Frage noch an Herrn Reifenberg. Ja, worum geht es noch für euch in den letzten Spielen? Wollt ihr oben nochmal angreifen oder worum geht es für euch? Ja, oben angreifen wäre jetzt ein bisschen viel gesagt. Ne? Also wir haben jetzt einen riesen Rückstand und für uns ist jetzt wichtig, dass wir uns jetzt nochmal sammeln. Jetzt sind wir Dritter, hatten einen kleinen Vorsprung zum Vierten, wollen uns jetzt weiter verbessern, weiter auf die Saison oder die Saison jetzt ordentlich zu Ende spielen und dann schauen, dass wir den dritten Platz jetzt festigen können und uns dann im neuen Jahr halt nochmal neu motivieren und neu angreifen. Das ist unser Ziel. Alles klar. Vielen Dank euch beiden. Ja, nächste Woche gibt es wahrscheinlich kein Elfer TV. Dafür wünschen wir erstmal frohe Ostern und bis demnächst. Tschüss.